Was geht ab, meine werten Damen und Herren? Und ich habe schon wieder vergessen, meinen Bildschirm groß zu machen. Und willkommen zurück hier zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Es müsste Part Nummer 87 sein. Und wir sind heute wieder hier unterwegs und sammeln ein paar neue Monde. Uns fehlen jetzt noch 24. Ist doch gar nicht mal so viel eigentlich. Also, ist halt wirklich nicht. Also hier hinter mir soll irgendwo noch einer sein. Da oben irgendwie. Habe ich gerade nämlich auf der Karte gesehen und war etwas verdutzt darüber, dass der, okay, stimmt, dran war, na, würde ich ja sagen. Ich muss euch auch gleich nochmal kurz was zeigen. Und zwar haben wir hier im Album ein neues kleines Hinweisfoto, was wir wieder haben. Und ich weiß auch schon, wo es ist. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, was es genau ist. Es gibt sehr, 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 sehr häufig dieses Symbol in New Donk City. Es ist auch in New Donk City, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die Frage, die jetzt noch ist, wo genau, und gibt es halt nur wieder Coins dafür, weil dann würde ich die in Zukunft einfach auslassen, Events. Das sind halt so kleine Specials. Also wir haben ja bis jetzt eins geholt, also gefunden und geholt. Und eigentlich ist es nicht mehr als ein bisschen Coins gewesen. Was soll hier irgendwie drin sein? Für den. Ach, es ist die Röhre. Ach so. Okay, da ist doch so easy. Ach, der ist es irgendwas. Also wieder andere hier oben links. Unten rechts. Unten rechts, okay. Wir hatten nämlich schon mal sowas. Vibrationen in der Unterwasserhöhle. So, ja gut, der freut sich jetzt einfach nur. Oh, bravo! Er hat uns gesagt, irgendwo hier ist ein Stern versteckt oder ein Mond versteckt oder sowas. Okay, gut, alles klar. Hammer. Ja, ich muss mich ein bisschen auf die Vibration konzentrieren, weil es ist tatsächlich bei den Joy-Cons, das habe ich immer gesagt, aber ich sag's gerne nochmal. Es ist bei den Joy-Cons ein komplett anderes Feeling als als der Pro-Controller tatsächlich. Man merkt das irgendwie, man fühlt es anders. Münzen. Kannst du mich noch zu was anderem bringen? Mist, den nicht immer unterbrechen. Okay, es ist der Strahl, der die Vibration gerade verursacht. Ja, toll. Wir haben jetzt hier unser. War hier der Mond gerade oder warum liegen hier so eine komischen Beine rum? Ja, wo muss ich dich jetzt hinbringen, dass du mir jetzt einen Mond ausgräbst? Das ist jetzt die Frage. Da vorne ist nichts. Da sind nur Goombas drunter oder Münzen. Anders glaube ich. Okay, den gehen wir einfach den anderen mal an. Ist jetzt auch egal. So, hier links haben wir nochmal irgendwo was. Da ist ein Riss. Weil er hat was gefunden. Da. Ah, danke, optimal. Schön. So, also entweder das ist hier unten.
Wobei ich jetzt das Timing auch schon. Ich habe übrigens angefangen. Nee, das hatten wir schon. Kann mich sogar erinnern. Wobei ich jetzt sogar wieder angefangen habe, auf meinem privaten Spielstand tatsächlich nochmal Odyssey durchzuspielen. Und das hat einfach nur den einen Grund. Der ein oder andere weiß es ja, ich mache ja nebenbei auch noch künstlerische Tätigkeiten. Also nur hobbymäßig natürlich, nicht beruflich oder irgendwie Auftragsarbeiten. Wobei ich das nicht abstreiten würde zu tun. Ich habe tatsächlich ganz gerne vor, die beiden Bowser-Statuen in Bowsers Festung. Den hatten wir nicht geholt? Öffnung, Wasserrückstoß. Ich war mir eigentlich sicher, wir hatten so einen schon mal geholt. Oder habe ich das. Oder gibt es einfach nur mehr davon? Okay. Ja, die beiden Bowser-Figuren aus Bowsers Festung hätte ich ganz gerne. Selbst gemacht, natürlich. Also ganz oder gar nicht. Und da ist eine Nuss. Kacke, wo mussten wir die hinbringen? Aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach. Mann. Geht mal weg hier. Irgendwann kann ich nicht. Nee. Da oben auf dem Dach, da sind die ganzen Dinger. Dann, ja, dann gehen wir die auch mal nebenbei noch mit an. Die brauchen wir wieder ewig zum Wachsen. Daneben. Okay. So, das ist Nummer 1. Nummer, also Nummer 1 ist noch im Wasser. Irgendwo in der Mitte oder hinten weiter. Dann haben wir noch einen, der ist hier ganz hinten in der Ecke. Da oben ist ein Vogel, den habe ich zum Beispiel, glaube ich, auch nicht. Doch, den habe ich. Krass, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. So, die sind mein Kryptonit, weil die mich permanent treffen. Ich habe Talent dazu, mich treffen zu lassen von denen. Zack, aufgefüllt hier oben. So. Zack. Müssen wir nur aufpassen, dass sie hiervon nicht getroffen werden oder von den Goombas. Beides ist alternativ ziemlich schlecht. Die Nuss ist OP. Nee, jetzt mal im Ernst, die Nuss ist voll OP. Ich kann halt einfach die Goombas killen. Voll geil. So, jetzt würde ich gerne mal was ausprobieren. Und zwar würde ich ganz gerne das machen. Das und es funktioniert. Okay, das ist cool. Ich hätte nicht gedacht, dass es geht. Voll geil. Zack. Das war auch easy. Ach Mist, ich weiß, ich wusste nicht mehr, wie. Mann. Genau, um weiterzuwerfen. Ach shit, hat also nicht gereicht. Schade. Wäre cool gewesen, wenn die hier oben gelandet wäre. Zack. So, Nummer 2. Und die anderen beiden finden wir noch. Okay, hier haben wir 2. Hier, hier waren wir aber schon drin, ne? Ja. Hier hinten in der Ecke haben wir nochmal einen. Ich glaube, das war auch, war das nicht? Ne, 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 ne. Die Partie spiele ich jetzt noch nicht mit. Zack, daneben. War das jetzt hier? Ja. Oder? Nee. Den hier hatten wir also schon. Okay, dann ist hier vor irgendwo noch was. Das hier unten drunter eine Höhle, nee. Es ist genau hier. Eine Höhle. Ich sehe jetzt hier oben halt gerade nichts. Doch, da ist ein Vorsprung. Komme ich in. Von welcher Höhe komme ich denn da hin? Ich glaube, ich weiß wie. Wird jetzt ein bisschen tricky. Ich habe eine Ahnung, wie das gehen könnte. Da oben. Der ist ziemlich nah dran. Doch der einzige, der nah dran ist. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich habe ja bereits mal angesprochen, dass man sich damit das Wasser auffüllen kann. Das machen wir jetzt einfach mal zunutze.
Ich bin so dumm. Oh. Der Versuch war so gut. Ich hätte noch ganz, ganz kurz... Ich hatte Angst, dass ich, naja, zu kurz komme. Oh, oh. Schön knapp. So. Okay, versucht der zweite. Dich haben wir. Zack. Geh einfach zum Blubberstrand. Und wir sollten das eigentlich über Bowsers Festung regeln. Scheiße. Hä? Wie easy kann man denn hier cheaten? Das ist das most broken Level überhaupt. Wie geil. Das ist ja das most broken Level ever. Meine Damen und Herren, so geht das, wenn man Pro ist. Oh Gott, ist das bitter. So, den habe ich schon mal geholt. Der ist einfach geradeaus und dann werde ich verkacken, weil ich meinen Controller wieder verkacke. Dann habe ich, ich bin nämlich aktuell, also ich habe gestern während eines Livestreams gespielt. Also ich habe zugeguckt und nebenbei halt eine Runde Odyssey gespielt. Mein Privataccount und ich bin jetzt im Schlammerland. Ich glaube, es hat keine 2 Stunden gedauert. Ein vergessen. Also, ich muss sagen, es ist schon ziemlich cool, dass ich das LP gemacht habe soweit. Und jetzt halt die ganzen Dinger kenne. Und ich muss auch sagen, es ist unglaublich gut, einen Speedrun gesehen zu haben. Weil ich bis jetzt, glaube ich, 3 Bosse bekämpft habe. Das war's. Nicht mal den hier. Selbst den hier, den Octo-Typen. Nicht mal den habe ich bekämpft. Das ist voll geil. Wenn man halt weiß, wie es geht, dann ist das so lustig. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ah, ich weiß wieder wo. Einmal ab ins Wasser. Hier unten ist nämlich eine... Ja, die habe ich schon. Das ist also doch nicht. Mist. Ja, uncool. Und drauf. Ach! Ich habe es gerade gesehen. Scheiße. Aber wieso muss der denn da so kacke rumfliegen, der Vogel? Ist ja alles aber echt nicht cool. Wo ist er denn jetzt? Mr. Möwi. Möwi nervt mich nicht. Nee, ist er ja gar nicht. Das ist das Rennen hier. Hey, das ist ja auch komisch. Zack, easy. Easy peasy. Wir haben bereits über 40. Vorsichtig, nicht von den Steindingern kaputt crushen lassen. Irgendwo da rechts habe ich gerade gesehen. Ach da, sehe schon. Da wo der Sand ein bisschen anders ist. Zack, am Fuß des Leuchtturms, easy. Easy, first try, every try. Ist klar. So, wir gehen mal hier oben. Hier müsste auf jeden Fall noch eine Nuss mit bei sein bei denen. Und ich glaube, die andere ist da rechts oben. Das könnte ungefähr kommen. Wir haben auf jeden Fall alle 4 schon mal gesehen. Die eine, die wussten wir sowieso vom Playthrough, weil wir da hin mussten. Da war ja nämlich die einer der Stopfendinger. Zack. Hier zufällig gleich einer? Ja. Z, 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 Z. Jawohl. Ich bin erstaunt, dass das funktioniert hat. Nein, komm schon. Jawohl. Danke.
Riskant. Okay, ja, den hatten wir auch schon gesehen hier. Zack. Das hohe Steinregal im tiefen Meer. Da ist eine Nuss. Richtig, hier ist er. Und die müssen wir jetzt auch nochmal zurückbringen. Jetzt bleiben wir kurz eine Runde B. Zack, 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 zack. Ich muss sagen, diese Silhouette von Mario, die ist ein bisschen sehr verwirrend gerade. Weil die eigentlich eher zu einem Filter gehört. Au. Er hat volle Kanne getroffen. Das war schön in die falsche Richtung. Weil ich eigentlich gehofft habe, hier rüber zu kommen. Weil dann der Weg nicht so weit ist. Bei mich. Na gut, jetzt müssen wir halt irgendwie zugucken. Zack. Mario an Land, der ein bisschen schneller unterwegs ist. Mist. Hätte mich natürlich auch voll boosten können mit 3 Stück und dann die Nuss einfach mitnehmen. Das wäre natürlich das Einfachste gewesen. Ja, und ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde, dann sind die Dinger hier ausgeblüht. Das weiß ich ja jetzt mittlerweile auch schon ungefähr. Komm, wenn wir jetzt eh gerade hier sind. So betritt das Spielfeld. Ich will mal wissen, also erstmal, was ist denn so der Beachvolleyball? Sieh dir die Rangliste nach dem Spiel, die du gespielt hast. So spring hoch und schmetter den Gegner den Ball um die Ohren. Okay, also ich muss ihn nur treffen. Es reicht wirklich, wenn ich gegenhüpfe. Okay, und er wird schneller. Ich bin cheaten. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Das ist ungefähr wie das Seilhüpfen, nur ein bisschen mehr Präzision. Der Ball wird immer schneller, das gefällt mir gar nicht. Ah, okay, ich kann ihn auch abwerfen. Das macht es natürlich einiges einfacher. Seht ihr noch? Der zählte sogar noch? Ist nicht wahr. Selber treffen. Zack. Zack. Mit dem Hitscan Was? Boah! Alter, ist das geil! So, fahr's voll in die Fresse! Boah, ist ja richtig cool! Ist ja der Hammer, ey! Einfach so, fahr's voll in die Fresse reingeböllert! 110! 110! Oh Mann, der muss sich ja wirklich wieder 100 schaffen. Ist ja richtig ätzend. Genau das meine ich mit Hitscan. Was? Ich kann ihn sogar kurz aufkommen lassen. Das Spiel ist ja sehr... Also, es vergibt einem ja sehr schnell. Okay, die machen wir einen anderen Mal. Die schneide ich dann zusammen als Speedpart. Aber wir wissen jetzt ungefähr, wie es funktioniert. Ausverkauft. Job. Den hatten wir schon gekauft, ne? Na, wo ist er? Hatten wir nicht? Okay. Dann müssen wir das mal ändern. Ich glaube, anscheinend habe ich den noch nicht gekauft, aber mir wurde da gar kein X angezeigt von. Das machen wir jetzt noch kurz und dann ist der Part auf Z. Ne?
So, willkommen. Doch, habe ich schon gekauft. Hä? Aber achso, wenn ich nur einmal gekauft habe, wird mir gar keine Zahl angezeigt. Faszinierend. Interessant. Wieder was dazugelernt. Okay, im nächsten Part holen wir uns dann den Großteil aller restlichen Monde. Und dann wird es vielleicht nochmal in dem danach folgenden Part den Zusammenschnitt geben. Dann können wir uns auch schon dem nächsten zuwenden. Das wäre ganz cool. Jo. Klingt doch ganz nett. Dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Das war ganz schön riskant. Bis dahin, Peace out, Eric und Stay Play, der dann da hinten wahrscheinlich den Mond holen wird. Ciao. Tropisches Feeling.